Ein ungewöhnlicher Start in den Weltcup. So alltäglich ist das nicht. Beim Schiefliegen am Kulm, bei nicht ganz einfachen Verhältnissen, hat er seinen Weltcup-Einstand gegeben. Ich rede von dem 21-Jährigen, der jetzt noch oben steht, währenddessen hier erstmal Tochimoto guckt, wo er ist. Aber ganz weit vorne ist er ganz bestimmt nicht. So, das ist der Stand an der Spitze. Und dahinter Stefan Laie, mit der 43-Qualifikation auch locker überstanden. Stefan Laie, der wie gesagt gestern nicht im Team gewesen ist. So, da ist er unterwegs. Oh. Ja, 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 ja. Feine Leistung für den 21-Jährigen und seine Trainingsgruppe, die Flying Group Vickersund. Und mit diesem Sprung hatte das demonstriert, dass ein Flieger sein kann. Und das kann eben immer mal passieren bei den Verhältnissen. Top-Sprung, Top-Verhältnisse, unten vor allen Dingen kann er lang vorn bleiben und setzt bei 142 Metern auch noch eine saubere Landung rein. 19-0 zweimal, einmal die 18-5, zweimal die 18-0. Na, sauber. Ja, okay, halbwegs sauber, trotzdem, doch, halbwegs, doch. Okay. Alex Stöckel ist auch begeistert. Ja, und zu Recht. Kosmetischen Arbeiten am Auslauf haben sich auch bezahlt.